Meine Damen und Herren, wir haben uns das letzte Mal mit der Definition von Tensoren beschäftigt. Das hatten wir ja schon im Wintersemester, aber jetzt speziell im Zusammenhang mit der Definition von Tensoren als Tensorfelder in Räumen. Bis jetzt haben wir eigentlich immer vor uns gesehen den euklidischen Raum, aber heute wird sich dieses Bild etwas erweitern. Also jetzt sind wir so weit, dass wir so richtig in das Gebiet der Tensorrechnung einsteigen können. Wie gesagt, die Tensoren werden über ihr Transformationsverhalten definiert. Ein wichtiger Tensor zweiter Stufe, den kennen Sie schon lang, das ist der Metriktensor. Der muss also auch ein solches Transformationsverhalten haben. Und ich möchte Sie einmal fragen, ob sich irgendjemand darum bemüht hat, eine solche Transformation von kartesischen Koordinaten auf Kugelkoordinaten im Dreidimensionalen durchzuführen, um von der Einheitsmatrix auf den Metriktensor in Kugelkoordinaten zu kommen. Hat es funktioniert? Ja. Wunderbar. Also man kann mit diesem Transformationsverhalten wirklich gut umgehen. Es sind diese Transformationskoeffizienten relativ leicht zu ermitteln, weil man ja eben nur die einen Koordinaten nach den anderen differenzieren braucht und die sind ja meistens in verhältnismäßig einfacher Beziehung zueinander. Wenn man weiß, dass aus einem Sinus ein Cosinus wird und wie man mit der Produktregel umgeht und so weiter, dann funktioniert das. Freut mich, dass das funktioniert. Okay. Aber zuletzt haben wir uns jetzt um die Länge von Kurven gekümmert und die Bogenlänge einer Kurve, die soll uns heute noch ein bisschen weiter beschäftigen. Und wie Sie dann sehen werden, mit diesem Begriff der Bogenlänge kann man dann gleich unmittelbar den Riemannschen Raum definieren. Also wir haben das letzte Mal über eine Kurve gesprochen, in irgendeiner beliebig, also n-dimensionalen Mannigfaltigkeit. Wir haben also, ja, brauchen wir noch Kreiden, sind die vielleicht da? Ja. Eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit betrachtet. Zur Erinnerung, ich meine damit eine Punktmenge, bei der jeder Punkt mit einem N-Tupel von Zahlen charakterisiert werden kann. Das sind dann seine Koordinaten. Und diese Koordinaten sind QI. Q1, Q2 bis QN. Und in dieser Mannigfaltigkeit, natürlich schwebt einem wie immer, weil nichts anderes einem vorschweben kann, ein dreidimensionaler euklidischer Raum vor, aber auf das müssten wir uns hier jetzt nicht beschränken. In dieser Mannigfaltigkeit sei jetzt eine Kurve gegeben, naja, in Parameterdarstellung. In der Form QI ist eine Funktion eines Parameters t, wobei dieses t aus einem Intervall von t Anfang bis t Ende genommen werden soll. Also man hat eine Kurve, die von einem Anfangspunkt bis zu einem Endpunkt verläuft und die Länge dieser Kurve wollen wir bestimmen. Und das, was man in solchen Fällen praktisch immer macht, ist unterteilt das in lauter kleine Stücke,
so dass jedes Stück schon fast gerade aussieht. Wenn man das also entsprechend fein unterteilt, geht das immer. Und das entspricht dann der Situation, dass wir das Parameterintervall Unterteilung des Parameterintervalls in Stücke Delta T. Also jeder solcher Schritt entspricht einer Erhöhung des Parameters um Delta T. Und zwar, das wollen wir immer konstant halten, weil es einfacher ist. Es sind gleiche Stücke. Das kann man alles noch allgemeiner machen, aber ich glaube nicht, dass uns das da jetzt besonders weiterhelfen würde. Daher machen wir es so einfach. Ich glaube, so weit sind wir vor einer Woche gekommen und jetzt geht es also darum, wie können wir nun die Länge dieser Kurve ermitteln. Naja, und da machen wir es so, dass wir uns einmal anschauen, wie ändern sich denn die Koordinaten? Änderung der Koordinaten, aller Koordinaten, QI bei einem Schritt Delta T. Wenn wir also da von T auf T plus Delta T hier den Parameter verändert, dann macht man also einen Schritt auf dieser Kurve. Man überschreitet ein solches Intervall. Nun, diese Parameteränderung kann man schreiben als Delta QI. Das ist also die Änderung der jeweiligen Koordinaten eines Punktes hier, wenn man zu dem nächsten Punkt hier übergeht. Dieses Delta QI, wenn man das nur klein genug macht, kann man also das in guter Näherung schreiben als dQI nach dT mal Delta T. Ich glaube nicht, dass ich das erklären brauche. Ist eine Frage dazu, wieso man das so nähern kann? Das ist im Wesentlichen, wenn man den Graphen einer Funktion durch seine Tangente ersetzt. Und wenn man ein genügend kleines Stück macht, dann spielt es keine Rolle mehr. Man kann es immer fein genug machen, dass es keine Rolle mehr spielt. Delta QI ist also ungefähr, guter Näherung gleich, dQI nach dT mal Delta T. Aber in der Beziehung fällt einem schon was Wichtiges auf. Nämlich, wir hatten doch vor vorige Woche, auch den Tangentenvektor besprochen. Ursprünglich hatten wir den, weil das halt das Anschaulichste war und wir bisher ja immer so diese euklidischen Räume vor unserem Auge haben. Wir sind ja da auch in äußerst guter Näherung in einem euklidischen Raum. Haben wir das also für die XI gemacht, für die kartesischen Koordinaten, die man ja in einem euklidischen Raum einführen kann. Und da sind wir draufgekommen, dass der Tangentenvektor die Komponenten HTI ist gleich dXI nach dT, wo man also dann diese von T abhängigen kartesischen Koordinaten nach T ableitet. Aber dann, vorige Woche, wo man das Transformationsverhalten auf beliebige andere Koordinaten durchgeführt haben, konnten wir das auch transformieren auf Koordinaten QI. Und da sind wir dann draufgekommen, das gilt auch viel allgemeiner. Also, die Komponenten des Tangentenvektors an diese Kurve hier lassen sich schreiben als dQI nach dt. Das sind die kontravarianten Komponenten des Tangentenvektors an dieser entsprechenden Stelle. Ja, der also da hier so liegt, das ist der Tangentenvektor. Und damit sieht man aber, dass diese Beziehung hier, die da in Komponenten aufgeschrieben ist, weil das sind die Komponenten des Tangentenvektors, kann man auch interpretieren in der Form Delta T-Pfeil ist gleich
T-Pfeil mal Delta T. Das ist T-Pfeil mal Delta T und das ergibt daher ein Delta T-Pfeil. Weil wenn man einen Vektor mit einer Zahl multipliziert, kommt wieder ein Vektor heraus. Also diese Beziehung hier entspricht dieser vektoriellen Beziehung. Und damit kann man also auch schreiben, ich schreibe das alles bewusst sehr langsam und schrittweise auf, weil man jetzt wirklich an einem sehr wichtigen Weg, an einem Punkt am Weg angekommen sind, was gut verstanden werden muss, kann man also schreiben als Ti mal Delta T. Naja, und das ist also dann, weil ja das Ti gleich dQi noch dt ist, das ist also gleich dQi nach dt mal Delta T. Naja, und dieses dQi nach dt mal Delta T ist das Delta QI, entsprechend dieser obigen Beziehung. Die verwenden wir hier. Also das Delta Ti ist gleich dem Delta Qi. Naja, das ist aber gut, wenn wir das haben. Denn jetzt können wir Dinge anwenden, die wir schon wissen. Wir wollen ja wissen, wie lang ist dieses Stück da hier. Jetzt haben wir einmal die Komponenten des Vektors Delta T-Pfeil, der da drinnen liegt. Jetzt brauchen wir nur dessen Länge. Dann haben wir die Länge dieses Kurvenstückes. Und dann brauchen wir nur mal alles aufsummieren und sind fertig. Na, Sie wissen sicher noch aus dem Wintersemester, wie man die Länge eines Vektors ausrechnet. Das kann man ja jetzt alles übernehmen aus dem Wintersemester. Der Betrag eines Vektors A-Pfeil, das ist gleich die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich. Das haben wir sehr frühzeitig im Wintersemester, das muss noch im Oktober gewesen sein, schon besprochen. Naja, und dieses Skalarprodukt, das kann man ja jetzt wieder in Indexschreibweise schreiben. Und da schreiben wir also GIJ, AI, AJ und die Wurzel draußen. Hier an dieser Stelle kommt der Metriktensor ins Spiel. Das haben wir ja auch im Wintersemester gesehen. Er ist uns erstmals untergekommen, wie wir das Skalarprodukt zweier Vektoren ausgerechnet haben, und zwar in einer allgemeinen Vektorbasis eben. Und dann, wenn man eben die Länge bestimmen wollte, hat man halt das Skalarprodukt zweier gleicher Vektoren. Und da ist er natürlich wieder drinnen, dieser Metriktensor. Und jetzt wollen wir das war jetzt nur ein kleiner Einschub zur Erinnerung, dass das jetzt nicht irgendwie mystisch ausschaut, was wir da machen. Das machen wir jetzt auch hier, indem wir den Betrag von diesem Delta-T-Pfeil bestimmen. Das ist aber ein Delta-S. Also ein solches Stück der gesamten Länge S, über was dann aufzusummieren ist. Und dieses Delta S können wir uns also ausrechnen als Betrag von dem Delta T. Na, da rechnen wir uns einmal zuerst gleich Delta S zum Quadrat aus. Da sparen wir uns das Wurzelschreiben da hier. Dieses Delta S Quadrat ist daher nichts anderes als der Betrag von Delta T-Pfeil zum Quadrat. Und dieses Delta T-Pfeil hat die Komponenten Delta Ti. Also können wir schreiben, das ist gleich GIJ Delta Ti Delta Tj. Der Betrag von Delta T zum Quadrat
Ist G, J, also A ist A, I, A, J, da ist Delta, T, I, Delta, T, J, weil es ja hier der Betrag von Delta, T, Pfeil ist. Also dieser Ausdruck. Und wenn wir jetzt wieder hier diesen Stern hier verwenden, da sieht man ja sofort, diese Delta, T können wir auch ersetzen durch Delta, Q. Die Delta Q und die Delta Ti, Delta Ti und Delta Qi sind ja dasselbe. Wir haben sie hier gerade so ausgerechnet. Also können wir auch schreiben, dass Delta S zum Quadrat ist gleich Gij Delta Qi Delta QJ. Dieser Ausdruck jetzt doch mit handfesten Deltas, also wir sind also wirklich da, wir haben nicht unendlich viele oder im Limes, sondern eine bestimmte Anzahl von Unterteilungen haben wir hier aufgeschrieben. Diesem Ausdruck entspricht das häufig in der Literatur zu findende differenzielle Linienelement. Und da schreibt man ds Quadrat und das ist dann gij dqi dqj. Das findet man in der Literatur sehr häufig. Das tritt zum Beispiel schon auf in der speziellen Relativitätsmechanik, beim Minkowski-Raum, wo dieses Gij fast so ausschaut wie die Einheitsmatrix, nur ein Einser ist dann minus 1 und daher hat man dann das Delta S Quadrat ist Delta Q1 Quadrat plus Delta Q2 Quadrat plus Delta Q3 Quadrat minus C Quadrat Delta T Quadrat. Das ist das, was man aus der speziellen Relativitätstheorie hat. Und dieses differenzielle Linienelement gilt aber viel allgemeiner. Für jede beliebige solche n-dimensionale Mannigfaltigkeit. Wieder steht da drinnen an prominenter Stelle der Metriktensor. Na und jetzt ist es einfach. Jetzt wenden wir das an für die Berechnung von Delta S Quadrat. Das Delta S zum Quadrat, das ist jetzt nichts anderes als, da haben wir jetzt also Gij, fangen wir hier an, Gij. Und statt des Delta QI schreiben wir wieder auf, so wie hier, dQI nach dt mal Delta T. dQI nach dt mal Delta T. Und dann kommt noch das Delta QJ. Das ist also dann entsprechend dQJ nach dt. Mal Delta T, weil das Delta QJ ist dQJ nach dt mal Delta T. Naja, und jetzt ist es natürlich leicht, auf das Delta S überzugehen. Folglich ist das Delta S gleich die Wurzel aus. Da kommt Delta T mal Delta T ist Delta T Quadrat. Das holen wir gleich aus der Wurzel heraus. Bleibt nur drinnen stehen. Gij dQI nach dt dQJ
nach dt mal Delta t. Damit haben wir hier stehen einen Ausdruck für die Länge dieses Kurvenstückes zwischen t und t plus Delta t sind die Parameterwerte und das Delta s ist eben diese Länge. Naja, und jetzt ergibt sich sofort die Bogenlänge gesamte Bogenlänge durch Integration. Jetzt schaut das vielleicht ein bisschen unübersichtlich und komisch aus, aber das ist ganz einfach. Denn überlegen Sie sich, ausgegangen sind wir davon, dass wir die Kurve gegeben haben als QI, als Funktion von t. Na, wenn wir QI als Funktion von t gegeben haben, dann können wir das natürlich auch ableiten. Und es wird wieder von t abhängig sein. Und das GIJ, das ist der jeweilige Metriktensor an den Stellen längs dieser Kurve. Sie haben ja schon gesehen, der ist im Allgemeinen nicht immer konstant. Schon bei Kugelkoordinaten waren es zwar 1, 0, 0, aber dann 0 r Quadrat 0 und dann sogar 0, 0 r Quadrat Sinus Quadrat Theta. Hängt also von r und Theta ab. An jeder Stelle nimmt es einen anderen Wert an. Aber diese g, i, j da hier sind daher auch von den Koordinaten abhängig. Die Koordinaten sind aber von t abhängig. Da heißt das, alles, was da drinnen steht, eine Funktion von t. Und wir haben diese Funktion von t mal Delta t und müssen das jetzt aufsummieren. Und daher ergibt sich die ganze Bogenlänge als das Integral, wenn man das dann gleich im Limes macht, für immer kleiner werdende Delta t, beginnend mit ta und bis te, das Parameterintervall. T Anfang bis t Ende. Und da drinnen steht also g i j dqi nach dt, dqj nach dt, dt. Die berühmte Formel für die Bogenlänge einer Kurve. Und was da drinnen steht, ist wieder einmal, ganz prominent, der Metriktensor. Den braucht man immer dazu, sonst hätte man ja schon erst gar nicht die Länge von dem Vektor ausrechnen können. Der ist eben dazu notwendig, das wissen wir ja eigentlich schon seit dem Wintersemester. Das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues. Und diese Funktion da hier, die da drin steht, ist einfach eine Funktion von t. Da heißt es gar keine Affäre, sowas auszurechnen. Das ist ganz leicht auszurechnen, wenn man nur diese Kurve durch diese Parameterdarstellung gegeben hat, dann kann man sofort diese Differenziationen durchführen und man braucht natürlich den Metriktensor. Das ist hier das Um und Auf. Das ist ja eine Doppelsumme. Ja, richtig. Genau. Ja, so wie es ja auch da oben schon ist. Auch da haben wir eine Doppelsumme. Nicht? Seit urdenklichen Zeiten, sprich seit letzten Oktober, haben wir so etwas verwendet, schon um das Skalarprodukt zweier Vektoren auszurechnen. Also das ist der Ausdruck für die Bogenlänge einer Kurve zwischen zwei Punkten von A bis E, in dem Fall vom Anfang bis zum Ende. Weil man damit die Bogenlänge misst und damit Abstände längs einer Kurve von einem zu einem anderen Punkt bestimmen kann, nennt man diesen Tensor eben Metriktensor. Jetzt ist wirklich klar, worum es hier geht. Mit Hilfe dieses Metriktensors wird dieser Mannigfaltigkeit, in der diese Kurve drin ist, eine Metrik verpasst sozusagen. Wenn man den Metriktensor hat, dann hat man auch einen Abstandsbegriff in dieser Mannigfaltigkeit festgelegt. Naja, und damit kommt man natürlich einmal schon auf was sehr Wichtiges.
nämlich auf den Begriff des Riemannschen Raumes. Ein Riemannscher Raum in der Genauigkeit, mit der wir hier die Mathematik betreiben, ist also eine Mannigfaltigkeit, deren genauere Umgebungsdefinition und so weiter sich jeder heraussuchen kann, wenn er es genauer wissen möchte. Eine Mannigfaltigkeit, auf der ein Tensorfeld GIJ definiert ist. Wir haben es jetzt immer Kovariant aufgeschrieben. Aber ist wurscht. Definiert ist und in der die Bogenlänge gegeben ist und in der die Bogenlänge gegeben ist durch eben diese Gleichung. Ich schreibe es gleich noch einmal her, weil das so wichtig ist. S ist das Integral von t Anfang bis t Ende, Wurzel aus gij dqi nach dt, dqj nach dt, dt. Und dieses Tensorfeld heißt eben der Metriktensor. Gij ist der Metriktensor. Mit diesem Metriktensor wird also eine Riemannsche Metrik festgelegt. Also ich glaube, Sie können erkennen, so etwas besonders Kompliziertes, unerklärbar Mysteriöses ist das gar nicht. Man fragt sich natürlich nur, woher nimmt man dann so einen Metriktensor? Naja, wir haben ja schon ein paar. Für die kartesischen Koordinaten, die natürlich nur in einem euklidischen Raum gehen, ist es die Einheitsmatrix. Für Kugelkoordinaten, die auch in einem euklidischen Raum definiert sind, für die haben wir es ja mit diesem, so die Diagonalmatrix mit 1, 0, 0, 0, r Quadrat, 0, 0, 0, r Quadrat, Sinus, Quadrat, Theta. Für Zylinderkoordinaten haben wir eine Metrik. Wir kennen schon ein paar Metriktensoren. Die sind nur alle ein bisschen unspektakulär, weil sie sich alle auf den euklidischen Raum beziehen. Auch die Kugelkoordinaten natürlich im dreidimensionalen. Die bettet man in einen dreidimensionalen euklidischen Raum hinein und anstatt x, y, z haben wir heute halt dann r, theta und phi. Es ist derselbe Raum. Es ist eigentlich nicht wirklich was Neues. Aber ich werde Ihnen jetzt gleich anschließend an ein paar Beispielen zeigen, dass diese Definition sozusagen mehr kann. Solange man nur die uns jetzt schon bekannten Metriktensoren verwenden, werden wir nicht über den euklidischen Raum hinauskommen. Aber Sie werden gleich sehen, dass wir sehr wohl auch andere Räume damit beschreiben können. Und das macht die Sache eben dann spannender. Und das möchte ich zunächst einmal definieren, damit wir wissen, wovon die Rede ist, und Ihnen dann anhand von Beispielen zeigen.
Also das ist die allgemeine Definition. Und dieses GIE ist einfach ein Tensor zweiter Stufe mit dem richtigen Transformationsverhalten, sonst wäre es ja kein Tensor. Im vorher herausgehenden Kapitel habe ich Ihnen ja das Transformationsverhalten erklärt und Ihnen damit erklärt, wann ist denn etwas ein Tensor? Ja. Das ist ein Tensor zweiter Stufe, der als Funktion der Koordinaten in dieser Mannigfaltigkeit gegeben ist. Das heißt dann, dieses Tensorfeld ist auf der Mannigfaltigkeit definiert. Für jedes N-Tupel von Koordinaten kriegen Sie einen solchen Tensor zweiter Stufe mit n mal n Komponenten, der natürlich symmetrisch sein muss, so was die Tensoren, die Metriktensoren ja eben sind. Und wenn man mit Hilfe dieses so definierten Tensorfeldes dann eine solche Bogenlänge definiert, dann hat man einen Riemannschen Raum definiert. Aus dieser so ein bisschen amorphen Punktmenge wird ein richtiger Raum mit einem Abstandsbegriff. Denn für uns in unserer Anschaulichkeit ist etwas erst ein Raum, wenn ja weiß, wie weit zwei Punkte voneinander entfernt sind. Dann kennt man sich erst aus, sozusagen. Naja, dabei schaut es so ein bisschen aus, als ob das nur ein bisschen kompliziertere Ausdrucksweise für all das ist, was Sie eh schon wissen. Aber ganz so ist es nicht. Und da möchte ich als nächstes einmal als Spezialisierung davon den flachen Raum definieren. Da kann man sich natürlich jetzt schon wieder was Anschauliches vorstellen, nicht? Das ist gekrümmt oder flach. Das ist ein Riemannscher Raum. Riemannscher Raum, nicht Rolls-Royce, sondern Riemannscher Raum, wo ein Koordinatensystem so gewählt werden kann, also derart gewählt werden kann, dass der Metriktensor konstante Komponenten erhält, dass GIJ gleich ist Konstanz J. Ist ja nicht gesagt, dass das möglich ist. Aber wenn das möglich ist, wenn man durch geeignete Koordinatentransformation, wenn man da von diesen QI auf gewisse QI quer übergeht und dann eine Koordinatentransformation durchführt und von GIJ, der dort definiert ist, auf G quer IJ übergeht, dann kann es einem gelingen, dass diese Komponenten G quer IJ alle konstant werden. Also unabhängig von den QI quer. Wenn das möglich ist, dann ist der Raum flach. Wenn nicht, dann ist er nicht flach. Und was nicht flach ist, heißt krummli, also gekrümmt. Also wenn das geht, dann haben wir einen flachen Raum. Das ist ein Spezialfall des Riemannschen Raumes. Aber nicht jeder Riemannsche Raum ist flach. Naja, und da zeigt sich dann, das kann man algebraisch sehr leicht nachrechnen, wenn man einmal eine Koordinatentransformation geschafft hat, so dass in den Koordinaten dann der Metriktensor konstant, also koordinatenunabhängig wird, dann ist eine einfache lineare Transformation ausreichend, um ihn in eine einfache Diagonalform zu bringen. Dann stets möglich, durch weitere lineare Transformation, dass das GIJ
gleich ist 1, 1, minus 1, minus 1 und da lauter Nullen. Also eine Diagonalgestalt, wo eine bestimmte Anzahl von Plus Einsen und eine bestimmte Anzahl von Minus Einsen auftritt. In der Algebra zeigt man dann, dass diese Anzahl unveränderlich ist. Die ist charakteristisch für den entsprechenden Raum. Aber ob oben die Minus und unten die Plus stehen oder ob die irgendwie durchmischt sind, das ist eine Frage der, welche Koordinaten man wählt. Man braucht sie ja dann nur anders nummerieren, die Koordinaten. Aber die Anzahl der Plus und die Anzahl der Minus sind festgelegt, wenn sie einmal vorgegeben sind, wenn man sie erreicht, indem man da transformiert. Und Sie sehen also zum Beispiel, der Minkowski-Raum ist ein flacher, vierdimensionaler Raum. Aber nicht euklidisch, weil da sind ja noch Minus drin und das passt noch nicht. Eine weitere Einschränkung ist dann der euklidische Raum. Den schreibe ich da noch drunter. Und der führt uns jetzt zu dem zurück, wo wir bisher immer drinnen waren. Das ist ein flacher Raum mit GIJ ist gleich Delta IJ. Da sind nur Plus. Es sind N plus 1 und 0 minus 1 drin. Und das lässt sich auch nicht ändern. Da sind immer alle Plus und keiner Minus. Und bei dem Minkowski-Raum ist immer einer Minus oder die anderen drei Plus. Oder mit einem Minus 1 natürlich. Einer Plus und drei Minus. Das kann man natürlich, indem man ganz einfach wo ein Minus hineinschreibt, erreichen. Aber 2 und 2, das schaffen Sie nicht. Verstehen Sie mich? Also, damit haben wir jetzt einmal das allgemeine Gerüst aufgebaut. Aber es ist natürlich schon gut, wenn man sich jetzt ein bisschen was noch konkret vorstellen kann. Jetzt sind wir natürlich mit unserer Vorstellungskraft sehr eingeschränkt. Das Einzige, was wir uns vorstellen können und was irgendwie Sinn ergibt für diese Überlegungen, ist zweidimensionale Räume, die entweder flach oder nicht flach, also gekrümmt sind. Eine Kugeloberfläche zum Beispiel, das ist doch typisch was Gekrümmtes. Während eine Ebene, das wird wohl was Flaches sein. Na, schauen wir, ob wir uns da etwas vorstellen können. Und damit man sich da etwas vorstellen kann, möchte ich kurz den Begriff von Teilmannigfaltigkeiten einführen. Das kann man relativ allgemein durchführen, ist auch in der Formelsammlung, wie Sie vielleicht sehen werden, dann etwas allgemeiner gemacht, als ich es jetzt mache. Da habe ich aber entschlossen, es etwas spezieller zu machen, um Zeit zu sparen und es geht Ihnen dabei nichts an Anschaulichkeit verloren. Bevor wir das jetzt im Einzelnen durchführen, möchte ich noch erwähnen, dass auch in einem euklidischen Raum, solcher, wo GIJ gleich Delta IJ ist, durch eine Koordinatentransformation auch ein Metriktensor erreicht werden kann, der nicht konstante Komponenten hat. Das haben Sie zum Beispiel gemacht, das letzte Mal, Herr Kollege, wo Sie durch Transformation aus der Einheitsmatrix die Matrix für die Kugelkoordinaten erreicht haben. Das kann man natürlich machen.
Sie können also zum Beispiel im euklidischen Raum von kartesischen Koordinaten xi ausgehen, die Koordinatentransformation, also von xyz auf r theta phi machen und den zugehörigen Metriktensor berechnen. Und Sie kommen auf diese Diagonalgestalt mit 1 r Quadrat und r Quadrat Sinus Quadrat Theta auf der Diagonale und sonst lauter Nullen. Dann haben Sie einen Metriktensor, der nicht konstante Komponenten hat, aber die Koordinaten können so gewählt werden, indem man wieder zurückgeht auf die kartesischen, dass die GIJ konstant und sogar lauter Einser werden. Also wenn man in einem Raum krummlinige Koordinaten einführt, heißt das noch nicht, dass der Raum nicht ein flacher oder sogar ein euklidischer Raum sein kann. Denken Sie daran, die Kugel- und Zylinderkoordinaten, das sind krummlinige Koordinaten in einem euklidischen Raum. Das ändert nichts an der Struktur des Raumes. Hingegen, wenn Sie eine Situation haben, wo es nicht möglich ist, dass man ein Koordinatensystem so wählen kann, dass der Metriktensor konstante Komponenten hat, dann liegt ein gekrümmter Raum vor. Und jetzt denken Sie sich, Mensch, das muss kompliziert sein. Und das können wir uns sofort klar machen, indem wir eben auf Teilmannigfaltigkeiten übergehen. Wir nehmen Sachen, die wir uns alle vorstellen können. Wir betrachten einen dreidimensionalen euklidischen Raum und eine zweidimensionale Teilmannigfaltigkeit. Das ist eine Fläche in diesem euklidischen Raum. Und da kann sich jeder von uns vorstellen, dass die auch gekrümmt sein kann. Also da können wir Gott sei Dank mit unserer Anschauung noch hin, sozusagen, dass wir uns das anschauen. Also solche Teilmannigfaltigkeiten wollen wir uns so wählen, dass wir speziell die Teilmannigfaltigkeit dieses Riemannschen Raumes, dieser Mannigfaltigkeit, so definieren, dass wir eine der Koordinaten festhalten. Also spezielle Teilmannigfaltigkeiten erreicht man, wenn man eine Koordinate festhält. Und nur die anderen variieren lässt. Das heißt zum Beispiel, man kann in einem euklidischen Raum Kugelkoordinaten einführen, r Theta Phi. Jedem Punkt wird ein Triple R Theta Phi zugeordnet. Jedem Triple entspricht ein Punkt. Und jetzt halte ich R fest, mache ein Groß R daraus. Das ist dann ein Kugelradius. Und wenn ich das tue, dann gehe ich von einer dreidimensionalen Mannigfaltigkeit, diesem euklidischen Raum, in eine zweidimensionale Teilmannigfaltigkeit über, mit den zwei Koordinaten Theta und Phi. Na, so wie die Geografen das schon seit Jahrhunderten machen. Die Erde hat eine Kugelform und geografische Länge und geografische Breite sind die zwei Koordinaten auf dieser Kugelfläche, Theta und Phi. Ja? Also, wir halten eine Koordinate fest und kommen damit auf eine spezielle Teilmannigfaltigkeit. Naja, und wir haben uns ja auch schon alles überlegt geometrisch. Die Basisvektoren, das sind doch die Kovarianten, die Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien. Na, jetzt haben wir doch das seinerzeit besprochen bei den Kugelkoordinaten. Der erste Basisvektor zeigt radial nach außen. Der zweite ist eine Tangente an die Meridiane.
Der dritte ist eine Tangente an die Breitenkreise. Ja, die nach außen zeigen, gehen einfach nach oben. Dann die zweiten sind die, die Nord-Süd gerichtet sind, und die dritten, die Ost-West gerichtet sind. Also das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und wenn ich also jetzt die Koordinate R festhalte, nämlich groß R ist gleich der Erdradius, wenn ich das jetzt schon für die Erde mache, dann habe ich nur mehr Theta und Phi und nur mehr zwei Basisvektoren, die relevant sind. Und da hat man also dann, wenn man also sich wirklich seine Kugelfläche anschaut und man hat jetzt irgendwo einen Punkt, dann haben wir hier den Breitenkreis und hier den Meridian und da haben wir also hier und hier die zwei Basisvektoren, G1-Pfeil und G2-Pfeil. Also eine Tangente an den Meridian und eine Tangente an den Breitenkreis. Die übrigens spannen so eine Ebene auf, die tangentiell an dieser betrachteten zweidimensionalen Teilmannigfaltigkeit liegt. Hier haben wir also R gleich groß R gesetzt. Das ist groß R. Haben Sie mich verstanden? Sagen Sie mir, wenn das unverständlich ist oder irgendwas unklar ist. Man kommt auf eine spezielle Teilmannigfaltigkeit, wenn man bei einer bestimmten Wahl von Koordinaten eine Konstante hält. Jetzt wählen wir Kugelkoordinaten, halten die erste Konstante und haben eine Kugelfläche. Wir schauen uns nur die Fläche an. Das ist eine Teilmannigfaltigkeit dieses dreidimensionalen euklidischen Raumes, in dem das da alles drinnen ist. Naja, wie schaut es jetzt mit dem Metriktensor aus? Der Metriktensor auf dieser Teilmannigfaltigkeit, da zitiere ich jetzt bald zum 2000. Mal, die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der Basisvektoren. Da kommen aber nur die zwei Basisvektoren mehr vor, weil der dritte interessiert keinen Menschen mehr. Wir sind ja nur mehr auf der Oberfläche dieses Fußballs und nicht mehr im ganzen Raum. Wir sind jetzt nur mehr die Ameisen, die da drauf herumkrabbeln können. Wir haben nur diese zwei Basisvektoren. Naja, und wenn wir jetzt uns das einmal aufschreiben, das GIJ, das ist für die Kugelkoordinaten 1, 0, 0, 0, R Quadrat, 0, und 0, 0, R Quadrat, Sinus Quadrat, Theta. Jetzt setzen wir R gleich Groß R. Daher steht da Groß R Quadrat. Und Groß R Quadrat, wir setzen uns nur mehr auf die Fläche. Andere Punkte im Raum interessieren uns jetzt nicht. Na, und wenn wir also jetzt wissen wollen, was wird denn jetzt der Metriktensor auf dieser Teilmannigfaltigkeit sein? Ich habe das jetzt übrigens falsch geschrieben. Das ist der G2-Pfeil und das ist G3-Pfeil. Der G1 zeigt ja raus. Erinnern Sie sich? G1-Pfeil, ich habe es ja vorhin auch gesagt, der geht so senkrecht hinauf. Der G2 geht Nord-Süd und der G3 geht Ost-West. Ne? Naja, und wenn es jetzt nur um diese G2 und G3 ist, dann schaut man sich dieses Stück an. Das ist G2,2, das ist G2,3, das ist G3,2 und G3,3. Das ist der Metriktensor für diese Kugelfläche. Siehe da. Und er schaut ja recht konstant aus, weil da stehen diese R drin. Aber da sitzt der Hase im Pfeffer. Da ist das Theta drinnen und es zeigt sich, meine Damen und Herren, obwohl ich Ihnen das an der Stelle noch nicht so klar beweisen kann, es gibt keine Koordinatentransformation, die es ermöglicht, diesen 2x2-Tensor auf konstante Komponenten zu bringen. Daher ist das ein gekrümmter Raum. Und Sie werden mir es ja glauben, weil eine Kugelfläche, was brauche ich Ihnen sagen, ist eine gekrümmte Fläche.
Auf der Kugelflächekamera kann ich kartesischen Koordinaten einführen. Wenn das ginge, hätten das die Kapitäne schon vor 300 Jahren gemacht, weil das einfacher ist. Aber es geht eben nicht. Es geht nur mit Theta und Phi. Phi kommt da drin komischerweise nicht vor, aber Theta immerhin. Also es zeigt sich, das ist der Metriktensor eines gekrümmten Raumes. Das beschreibt nach der Definition da oben einen zweidimensionalen gekrümmten Raum, auf dem eben der Metriktensor in der Form gegeben ist. Ist das verständlich, was ich Ihnen gesagt habe? Das ist mir ganz wichtig, dass Ihnen das klar ist. Das ist ja ganz witzig. Bei dem Dreidimensionalen bringt man es auf lauter Ansa. Bei dem Zweidimensionalen schafft man es nicht. Wieso lasse ich gerade diese äußeren Vektoren weg? Wir wollen ja nur die Skalarprodukte der zuständigen Basisvektoren. Der Ansa interessiert uns nicht. Daher muss alles, wo G11, G12, G13, G11, G2, 1, G3, 1 will ich nicht. Ich will nur die, wo 2 und 3 drinnen vorkommt. Verstehen Sie mich? Danke, dass Sie fragen. Vielleicht hat sich jetzt insgeheim jemand anderer gedacht, so ist es. Immer fragen ist immer gut. Aber es gibt bei der Gelegenheit noch was Interessantes zu sagen. Ich glaube, jetzt können Sie sich schon ganz gut vorstellen, wie das mit diesem Riemannschen Raum ist. Bitte, Sie haben hier eine Metrik eines zweidimensionalen, gekrümmten Riemannschen Raumes. Boah, das ist alles. Nur mit höheren Dimensionen tut man sich halt schwerer mit der Vorstellung. Aber da setzt dann so ein Analogieprinzip ein. Wenn man sich da vorstellen hat können, wird es auch nicht viel anders sein. Aber natürlich so konkret einen dreidimensionalen gekrümmten Raum, wo soll sich denn der hinkrümmen? Also das geht eben nicht mehr. Wäre in dem Fall der eindimensionale Riemannschraum, also es wird ja auch geben. Na, das ist eine Kurve. Genau, wäre dann die Kurve vom Breitengrad, ist das jetzt der G2? Nein, der Längengrad. Also der Längengrad ist der G2. Der wäre flach. Genau. Aber der andere wäre gekrümmt. Okay. Deswegen fliegen die Flugzeuge längs Großkreisen. Der Meridian ist ein Großkreis, der Breitenkreis im Allgemeinen nicht. Ja? Okay. Aber eine merkwürdige Kleinigkeit möchte ich hier noch anfügen, das noch mit diesen speziellen Teilmannigfaltigkeiten geht. Da waren es, hätte ich herschreiben sollen, Kugelkoordinaten. Jetzt schauen wir uns das mit Zylinderkoordinaten an. Also das unterstreichen das dann einmal und da hier ebenso. Und da setzen wir jetzt wieder R gleich R. Und da kriegen wir was anderes. Da haben wir also da sowas. Da hier, das ist dann dieser Abstand R. Und wenn wir jetzt da einen Punkt haben, da haben wir dann einmal hier diesen Kreis und diesen, und da gibt es also da, das ist das G2-Pfeil und das ist das G3-Pfeil. Der G1 zeigt nach vorn, aber den wollen wir wieder nicht. Wir wollen uns hier wieder setzen auf eine Fläche mit R gleich R. Der G1-Pfeil zeigt nach außen, der G2 und der G3 ist dann parallel zu dieser Achse da hier. Ich glaube, das wissen Sie schon. Naja, und jetzt schauen wir uns an, wie schaut dessen Metriktensor aus. Ist gleich. Da haben wir 1, 0, 0, 0, R Quadrat, 0, 0, 0, 1. Erinnern Sie sich auch, jetzt kommt alles zusammen. Da drinnen stehen die Quadrate der Längen der Basisvektoren.
Der erste Basisvektor nach außen hat die Länge 1, der zweite hat die Länge r, der dritte hat wieder die Länge 1. No? Und jetzt schauen wir uns wieder da nur diese Teilmannigfaltigkeit an. Da sehen Sie wieder einmal die von G2, G3 aufgespannte Ebene. Der Vektorraum ist wieder ein Tangentialraum, der hier angeheftet ist. Machen Sie sich das klar und lassen Sie es auf der Zunge zergehen. Dieser Vektorraum ist nicht Teil der Mannigfaltigkeit. Das ist er nur, wenn man in einem euklidischen Raum ist. Indem man das nicht ist, krümmt sich der ständig weg, aber die Vektoren können sich ja nicht krümmen. Das heißt, der Vektorraum ist ein angehefteter Tangentialraum an die Mannigfaltigkeit. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, nicht? Wenn man sich das da anschaut. Hier detto, nicht? Das ist da so eine Ebene, so ein zweidimensionaler Vektorraum, aufgespannt durch die zwei Basisvektoren. Das haben wir ja alles im Wintersemester schon gehabt. Und der ist hier an dem Punkt angeheftet. Gehen jetzt auf einen anderen Punkt, müssen Sie den anderen anheften. Lauter so Zetteln tun Sie an verschiedenen Stellen anheften, an diese gekrümmte Mannigfaltigkeit. Nur wenn Sie es in einer Ebene machen, oder im dreidimensionalen, im euklidischen Raum halt immer, dann stimmt das überein. Da sind die Vektoren drin. Deswegen kann man dann dort auch sowas wie Ortsvektoren definieren. Aber das geht da nimmer mehr. Wie wollen Sie denn da von hierher einen Ortsvektor definieren? Das geht ja gar nicht. Das geht deshalb nicht, weil dieser angeheftete Tangentialraum nicht mit der gekrümmten Mannigfaltigkeit zusammenstimmt. Nur jetzt kommt was ganz Komisches. Wir haben ja gesagt, R gleich R. Das heißt, das ist wieder groß R und das ist 1. Und wir haben wieder 2 und 3 interessiert uns. Schauen Sie einmal, was da jetzt Schreckliches passiert. Jetzt haben wir hier einen 2x2-Metrik-Tensor mit lauter konstanten Komponenten. Ja, um Gottes Willen, jetzt ist ja alles falsch. Denn jetzt müsste das ja ein flacher Raum sein. Ist er das? Ist er Zylinderfläche? Das ist doch nicht flach. Aber im Sinne der Riemannschen Metrik ist sie flach. Weil die Ameisen, die da drauf herumlaufen, merken keinen Unterschied. Sie können einen Zylinder immer ausrollen wie ein Geschenkspapier. Schupp, und da liegt's. Und wenn Sie da irgendein rechtwinkeliges Dreieck aufzeichnen und dann tun Sie es zusammenwickeln, bleibt das ein rechtwinkeliges Dreieck. Alles stimmt. Es ist Krümmung null. Nur schaut halt so aus, als ob das also eine Krümmung wäre. Aber die inneren Eigenschaften dieser Fläche ändern sich nicht, wenn man sie jetzt aufwickelt auf einen Zylinder oder nicht. Hingegen da bei der Kugel geht das nicht. Wenn es das flach ist, müssen es draufsteigen. Und damit wird das Ganze irgendwie zertäpscht. Das funktioniert so nicht. Da zerstört man die Metrik. Überlegen Sie einmal, solche Flächen, die haben da lauter solche verschiedenen Koordinatenlinien. Mit Hilfe des Ausdrucks für die Metrik können Sie diese ganzen Abstände zwischen den Lötstellen da hier sozusagen bestimmen. Und wenn Sie dann die ganzen Drähte da nehmen und zusammenlöten, fängt sich das zu krümmen an. Und bei dem krümmt sich nichts. Während das kann nicht anders. Da müssen Sie erst irgendwo Lötstellen zerhauen oder den Draht durchschneiden, damit Sie das flach machen können. Also diese Metrik, festgelegt durch den Metriktensor, definiert Ihnen die Struktur des Raumes. Sie haben damit wirklich was anderes. Das ist jetzt kein flacher Raum mehr. Der hingegen schon. Habe ich mich klar ausgedrückt? Es ist mir sehr wichtig, dass Ihnen das klar ist, dass diese etwas dürren Definitionen von Riemannschem, flachen und euklidischem Raum ein bisschen Substanz gewinnen. Was man damit besagen möchte, diese Kugelfläche ist ein gekrümmter Riemannscher Raum. Das ist bereits ein
euklidischer Raum, weil da haben sie ja auch, wenn es das noch irgendwie um mit den R, das auf 1 normieren, steht da 1, 1, 2 plus, damit ist es ein euklidischer Raum. Und wenn da ein Minus und ein Plus steht, können Sie sich schon wieder nicht mehr vorstellen. Das ist dann schon wieder nichts, was man sich vorstellt. Wir können uns nur das Euklidische vorstellen. Wir sind also schon sehr beschränkt in unserer Vorstellungsmöglichkeit. Aber es reicht, dass man die grundlegenden Konzepte damit verstehen kann, glaube ich. Ja? Fragen dazu? Irgendwas unklar geblieben? Dass man das alles natürlich noch wesentlich schärfer formulieren kann, das ist keine Frage. Dann suchen Sie einmal, googeln Sie sich einmal Bücher über differenzierbare Mannigfaltigkeiten heraus. Da ist das alles drin, aber so, dass Sie sich ziemlich einlesen müssen, damit Sie dann wissen, wie es gemeint ist. Letztlich ist es in der Substanz dasselbe, nur viel schärfer formuliert natürlich. Aber ich glaube, in dem Bereich, der für uns hier jetzt wichtig ist, und der geht durchaus bis in die allgemeine Relativitätsmechanik, reicht diese Akkuratesse durchaus aus. Also wir haben auch diesen angehefteten Tangentialraum besprochen und jetzt, wenn also das Ihnen einigermaßen verständlich geworden ist, wollen wir zu einem Kernpunkt dieses Sommersemesters übergehen. Es ist ja schon der 10. Mai, also wir müssen schon langsam schauen, dass was draus wird. Nicht? Also das nächste Kapitel ist die kovariante Ableitung. Wir werden wieder, weil das halt das Beste ist, um es sich anschaulich klar zu machen, vom euklidischen Raum ausgehen. Und dann das Endresultat wird sich so darstellen, dass gar keine kartesischen Koordinaten mehr vorkommen. Und dann gilt das auch in beliebigen Riemannschen Räumen. Und das kann man sich dann sogar vorstellen, wenn Sie sich immer an diesen Riemannschen Raum erinnern. Das ist ein gekrümmter Riemannscher Raum. Und es muss ja keine Kugel sein. Es kann ja eine Ellipse sein. Zum Beispiel alle möglichen Sachen können das sein. Nur gerade kein Zylinder. Weil den kann man zusammenwickeln. Kegel geht auch nicht an. Kegel können Sie so auseinander. Das wissen Sie alles. Okay. Warum Ableitung? Wir haben schon darüber gesprochen, dass wenn man so ein Vektorfeld betrachtet auf einer Mannigfaltigkeit, jetzt können wir auch schon sagen auf einem Riemannschen Raum, weil wir werden immer einen Metriktensor brauchen, damit wir was Vernünftiges in dieser Mannigfaltigkeit anfangen können. Und so wie ein Metriktensor drin definiert ist, wird aus der Mannigfaltigkeit ein Riemannscher Raum. Also wenn wir auf einem Riemannschen Raum ein Vektorfeld betrachten, jedem Punkt wird ein Vektor zugeordnet. Wie gesagt, zum Beispiel die Feldvektoren in einem elektrischen Feld oder die Geschwindigkeitsvektoren in einem Strömungsvorgang oder you name it. Dann müssen Sie beachten, dass die Komponenten dieser Vektoren an den entsprechenden Punkten sich immer beziehen auf die dort vorhandenen Basisvektoren. Also wenn man da zum Beispiel so einen Vektor A-Pfeil betrachtet, dann hat der Komponenten in Bezug auf diese Basisvektoren. Der liegt drin in diesem angehefteten Tangentialraum. Wenn Sie zu einem anderen Punkt gehen, hat der Komponenten aber bezüglich anderer Basisvektoren, weil die tragen sich ja so weg da herüber. Das heißt, er muss wieder in diesem Tangentialraum liegen, was anders bleibt ihm gar nicht über. Aber er kann durchaus andere Komponenten haben, obwohl es gar nicht unbedingt ein anderer Vektor sein muss. Natürlich, so richtig parallel, so wie wir den Parallelitätsbegriff kennen,
wird er da nicht immer sein können. Weil er muss ja mit dieser ganzen angehefteten Tangentialebene sich mitdrehen. Aber es gibt schon Situationen, wo man zum Beispiel längs eines Äquators geht und da lauter Senkrechte auf den Äquator anschaut, dann sind es auch im engeren Sinn lauter parallele Vektoren. Aber die werden deswegen nicht unbedingt die gleichen Komponenten immer haben. Also, wenn Sie die Änderung eines Vektors betrachten wollen, müssen Sie berücksichtigen, also von einem Punkt auf einen anderen übergehen, dass nicht nur der Vektor sich ändern kann, sondern auch die Basisvektoren, auf die man sich bezieht, wenn man seine Komponenten betrachtet. Und daher wird die Berechnung der Änderung eines Vektors etwas komplizierter als in kartesischen Koordinaten. Also wir gehen jetzt wieder aus von einem euklidischen Raum. Also einem Raum, da unten steht er, verdeckt, ein flacher Raum mit g i j gleich Delta i j. Man kann jedenfalls Koordinaten einführen, eben kartesische, wo man als Metriktensor die Einheitsmatrix hat. Na, dass das also beispielsweise hier noch ganz gut geht, weil das sind solche da. Ne? Wenn man die jetzt so wie das Geschenkpapier aufrollt, hat man so ein schönes Kreuz- und Quernetz von den kartesischen Koordinaten. Da geht es schon immer mehr, wie besprochen. Also wir wollen jetzt einen euklidischen Raum betrachten und denken uns insgeheim natürlich wieder an dreidimensionalen, weil da sind wir ja ganze Zeit, das können wir uns am besten vorstellen. Und da werden wir jetzt ein Vektorfeld betrachten und fangen wir langsam an. Zunächst einen Skalar und dann einen Vektor. Und da werden wir schauen, was uns da passiert, wenn wir die Änderungen ermitteln wollen. Jetzt werden Sie sich denken, wer braucht Änderungen von einem Skalar? Na, dann sage ich, na, hören Sie, was ist mit dem Gradienten eines Skalars? Das ist die Änderung pro Längeneinheit. Das will man ja wissen, wie stark sich die Temperatur ändert und in welcher Richtung sie sich am stärksten ändert. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Das soll jetzt aber bitte auch in anderen als nur in kartesischen Koordinaten ausgerechnet werden können. Oder die Rotation eines Vektorfeldes, da muss man ja auch differenzieren, die Komponenten des Vektors nach den entsprechenden Koordinaten. Das alles haben wir ja, ich glaube, zu Anfang. Wir haben begonnen im Wintersemester und im Sommersemester fortgesetzt, um den Gradienten, Divergenz und Rotation auszurechnen. Stets ging es darum, dass man Komponenten von Vektoren nach den xi, also nach den Koordinaten, differenziert. Es geht um Änderungen von den Vektorkomponenten und vom ganzen Vektor. Deswegen ist es wichtig, dass man sich die Änderung eines Tensors bei Änderung des Ortes im Raum berechnen kann. Wie ändert sich ein Tensor bei Änderung der Position im Raum? Ruhe. Darum geht es jetzt. Und da wollen wir jetzt schrittweise vorgehen. Es ist immer besser, vom Einfachen zum Komplizierteren vorzugehen, meine ich. Machen wir es also zunächst einmal einfach. Betrachten wir zunächst einen Skalar. Lambda. Lambda ist abhängig von QI.
das Transformationsverhalten ist Lambda quer von Q quer i ist dasselbe wie Lambda von QI. Egal, ob ich die Position im Raum mit kartesischen Koordinaten oder mit Kugelkoordinaten beschreibe, an einer bestimmten Stelle hat die Temperatur dort immer denselben Wert. Egal, wie ich diese Stelle jetzt charakterisiere. Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, und jetzt machen wir partielle Ableitungen. Des Skalars. Weil wir wollen ja wissen, wie er sich ändert, wenn man den Raumpunkt wechselt. Also fangen wir einmal an und schreiben wir d Lambda quer nach dq quer j. Und jetzt wollen wir schauen, wie sich das transformiert. Naja, das ist dasselbe wie d Lambda nach dq quer j. Weil Lambda quer und Lambda ist an der gleichen Stelle dasselbe. Und diese d Lambda nach dq quer j, da können wir jetzt wieder unsere Kettenregel für Funktionen mehrerer Variablen verwenden. Also da machen wir daraus ein d Lambda nach dqi mal dqi nach dq quer j. Erinnern Sie sich, wir erweitern mit dqi. Pfui Teufel. Aber es stimmt so. Das ist die Kettenregel für Funktionen mehrerer Variablen. Also kann ich das so umformen. Und was kommt dann heraus? Da drinnen steht ja dieses d Lambda nach dqi drinnen. Also ist das gleich, schreiben wir es auf. dqi nach dq quer j mal d Lambda nach dqi. Jetzt schauen wir mal nach, gehen wir mal davon aus, das ist ein Tensor mit einer Komponente, Tensor erster Stufe, mit einer Komponente a quer unten j. Der Index ist unten. Und dann hätten wir hier entsprechend den Tensor a unten i. Also wenn man den Skalar, der in beiden Koordinaten ja letzten Endes denselben Wert hat, einmal noch dq quer j differenziert, kriegt man eine einfach indizierte Größe a quer j. Wenn man den gleichen Skalar noch nach einer untransformierten Koordinate differenziert, kriegt man ein a unten i. Und jetzt schauen Sie mal her, da steht a quer j ist dqi nach dq quer j ai. Das ist genau das Transformationsverhalten. Das sind wieder die Transformationskoeffizienten. Vorige Wochen haben wir darüber gesprochen, wie sich ein Tensor erster Stufe transformieren muss. Es folgt daraus, wie man hier sieht, dass also die Größe d Lambda nach dqi ein Tensor erster Stufe ist. Man kann also ohne weiteres einen Skalar nach den Raumkoordinaten differenzieren. Es kommt tatsächlich ein Vektor heraus, also ein Tensor erster Stufe. Da das so ist, nennen wir diese Ableitung jetzt bereits die kovariante Ableitung eines Skalars.
wir schreiben Lambda-Kovariant nach I ist definiert als d Lambda nach dQi. Und es kommt dabei mit d Lambda nach QI tatsächlich ein Tensor erster Stufe heraus mit dem richtigen Transformationsverhalten. Und damit hat man im Wesentlichen die Komponenten des Gradientenvektors bestimmt. Lambda ist das Skalar, wir differenzieren nach den Koordinaten und wir kriegen eine Größe heraus, die sich transformiert wie ein Vektor. Das ist im Wesentlichen der Gradientenvektor. Und jetzt werden Sie sich fragen, na, wo ist jetzt die ganze Schwierigkeit, von der ich ganze Zeit rede, dass sich nämlich die Basisvektoren ändern, wenn man woanders hingeht, dass einem das Leben schwer macht. Und das geht eh alles in Ordnung. Ist doch eh wunderbar. Das liegt einfach daran, dass wir so ein einfaches Beispiel gewählt haben, nämlich einen Skalar. Denn ein Skalar bezieht sich gar nicht auf die Basisvektoren. Das ist ja nur eine Zahl. Die Temperatur hat keine x, y und z Komponente, wo sie dann vielleicht die Basisvektoren ändern und uns Schwierigkeiten machen. Deswegen geht das. Beim Skalar ist das einfach. Aber wenn man jetzt die Sache um eine Sache komplizierter macht, nämlich wenn wir einen Tensor erster Stufe betrachten, einen Vektor. Moment. Tensor erster Stufe, Vektor. Ja. Wenn wir die so hoch wie möglich und die ein bisschen runter. Genügt das? Ja. Weil damit ich mir da jetzt nicht alles zumache. Ja. Also, jetzt machen wir, jetzt gehen wir vom Skalar, wir haben angefangen mit dem Skalar, jetzt kommen wir zum Tensor erster Stufe. Schauen wir, was uns da passiert. Da gehen wir wieder vom Transformationsverhalten aus. Bei dem jetzt muss man schon eher rechnen, dass uns was passieren könnte. Weil ein Vektor bezieht sich mit seinen Komponenten auf die jeweiligen Basisvektoren. Und da haben wir schon das gewirkt, dass sich die also im Allgemeinen ändern werden. Also wie schaut das Transformationsverhalten aus? A quer, was habe ich da geschrieben, wie der Kovariant, J ist gleich dQi nach dQ quer J AI. Blättern Sie es nach. Genauso haben wir es vor einer Woche hingeschrieben als Transformationsverhalten eines Tensors erster Stufe. Achso, ich kann das ja lassen, ich kann das leider eh nicht verschieben da. Ja, und jetzt machen wir von dem eine partielle Ableitung. So wie wir da oben gehabt haben, machen wir jetzt wieder partielle Ableitung des Vektors. Na, machen wir das. Dann kriegen wir, aber wissen Sie was, nachdem man das so schlecht eben nicht verschieben kann und ich eh noch so viel Tafelplatz habe, tue ich mir leichter, wenn ich da nicht so herumkriechen muss, da herunten, sondern das immer an einer einigermaßen vernünftigen Arbeitshöhe machen kann. Und Sie sehen es auch vielleicht ein bisschen besser. Darf ich das wieder ein bisschen raufschieben, die Tafel? So, also.
dA quer j und wir differenzieren es nach dQ quer k. Ja? Was kommt dabei heraus? Jetzt müssen wir die rechte Seite auch nach dQ quer k differenzieren. Jetzt haben wir aber da ein Produkt von zwei Größen. Und die werden beide von den Koordinaten abhängig sein. Müssen wir die Produktregel anwenden. Also erster Faktor differenziert mal zweiter unverändert. Das heißt d2qi nach dq quer j dq quer k oder dq quer k dq quer j ist dasselbe. Jetzt haben wir also q quer k differenziert mal, was unverändert bleibt, ist ai plus, und jetzt bleibt das stehen, dqi nach dq quer j. Der Faktor bleibt konstant und jetzt wird der differenziert nach dq quer k, dai nach dq quer k. Jetzt ist das aber blöd. Wir wollen ja da die transformierten Komponenten werden da differenziert nach den transponierten Koordinaten. Jetzt sollten da die untransformierten Komponenten auch nach den untransformierten Koordinaten differenziert werden. Also machen wir wieder unsere Kettenregel. Wir können da wieder erweitern, indem wir schreiben dai nach dql mal dql nach dq quer k. Ja? Brauche ich nicht mehr erklären, haben wir schon so oft gemacht, ist immer wieder wichtig und immer wieder praktisch. Die Kettenregel für Funktionen mehrerer Variablen. Na und jetzt setzen wir da fort. Machen wir es so. Dann kommt da heraus dA quer j nach dQ quer k ist gleich. Und jetzt nehmen wir zuerst den zweiten Term. Da steht dqi nach dq quer j dqi nach dq quer j dql nach dq quer k mal dai nach dql. Also dqi nach dq quer j mal dql nach dq quer k mal dai nach dql. Nur eine Abschreibübung. Das ist der ganze zweite Term jetzt gewesen. Ja? Und jetzt kommt der erste dazu. Plus d2qi nach dq quer k dq quer j. So. Und jetzt identifizieren wir das, versuchen wir das zu identifizieren mit einem Tensor zweiter Stufe. Hier haben wir es so gemacht, dass wir die Ableitung des Skalars nach einer Koordinate versuchsweise gesagt haben, ist das vielleicht ein Vektor? Jetzt tun wir diese Ableitung des Vektors nach einer Koordinate hernehmen und machen den Versuch, ist das vielleicht ein Tensor zweiter Stufe? Das müsste dann sein, so wie wir das dort geschrieben haben, mit a quer unten j, müsste das sein, ein Tau, sagen wir, das ist ein Tensor, quer j k. Beide sind unten. Ein Tensor zweiter Stufe, a j noch k abgeleitet. Dann müsste entsprechend dann hier das untransformierte Tau, und daher haben wir dann I L. Wenn wir den transformierten Vektor nach
der transformierten Kartenkomponente haben wir ein Tau quer je K, haben wir den untransformierten nach der untransformierten Elten differenziert, haben wir ein Tau I L. Das habe ich nur da, Moment. Da muss ein unten I stehen. Na, natürlich, da haben wir das unten I gehabt. Schauen wir nochmal genau, jetzt will ich da nichts Falsches machen. Wir haben hier diesen Ausdruck genommen und differenziert nach dq quer k. Dann haben wir auf der rechten, da haben wir geschrieben dA quer je nach dq quer k ist gleich d2q quer i nach dq quer k dq quer je mal a unten i plus, und jetzt bleibt das erste unten verändert, dqi nach dq quer je, und das wird differenziert. Und da habe ich schon den Fehler gemacht. Da muss ein unten i stehen. dA unten i nach dq quer k. Sehen Sie das? Es muss ja das i mit dem hier und das i mit dem summieren. Das ist Ihnen nicht aufgefallen und mir nicht aufgefallen. Es ist ein kovarianter Vektor, der da differenziert wird. A unten i. Und dementsprechend, da steht jetzt die A unten i. Und das ist ein Tau i l. Entschuldigen Sie, das ist mir jetzt passiert. Ja? Fehlt nicht bei der Summe noch ein A i am Ende? Beim zweiten Term. Richtig. Dankeschön. Ach, ich kann das nicht verschieben, denn es klumpert da. So. Wir sind gleich fertig. Keine Sorge, ich habe auch noch 2 Minuten. Gibt es da Fragen dazu? Habe ich Sie jetzt verwirrt mit dem, was ich da gemacht habe? Ich habe mich nur verrechnet und das ist jetzt in Ordnung gekommen. Also schauen wir nach, was da steht. Schreiben wir das auf mit so einem Tau je k quer. Damit Tau je k quer ist gleich dqi nach dq quer je dql nach dq quer k mal tau i l plus. Und jetzt haben wir da d2qi nach dq quer k dq quer je. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was da steht. Wenn das ein Tensor zweiter Stufe sein soll, angenommen er ist es, dann muss gelten, der Gequerte ist, da sind da unten die quer, dq quer je, dq quer k, dqi nach dq quer je, dql nach dq quer k, mal tau i l. Bis daher ist es das Transformationsverhalten eines Tensors zweiter Stufe. Aber das ist ein störender Term. Ja, habe ich schon wieder was vergessen? Ja, ach Gott. Ich sage Ihnen, das ist nicht leicht an der Tafel, dass man da irgendwie wieder irgendwo was verliert. Erinnern Sie sich, am Anfang haben wir gesagt, Mathematik ist vor allem wichtig, dass man gut abschreiben kann. Und wenn man einmal wo was vergisst, dann ist schon hin. Naja, also dann müssen wir das da weiterziehen. Aber das zeigt jetzt, dass dieses dA quer, das dAi nach dQL kein Tensor zweiter Stufe ist. Und daher schreiben wir auch nicht, dass wir da schreiben, AI Kovariant nach L. Wir haben A unten I wieder gehabt. Wir sind ja immer
das Tau war immer auch unten je und auch unten i. So. Wir schreiben nicht ai kovariant nach l, weil wir gar keinen Tensor erhalten. Das geht nicht so. Es genügt nicht, um etwas zu erhalten, was diese Änderung tensoriell wiedergibt, indem wir einfach die Komponenten differenzieren. Wir brauchen noch was Zusätzliches, was aus dem wieder einen Tensor zweiter Stufe macht. Wir müssen uns echt anschauen, wie sich der Vektor a-Pfeil als Vektor betrachtet, verändert. Und da werden Sie dann sehen, dass zu dieser Ableitung nach den Komponenten, nach den Koordinaten noch ein zweiter Term dazukommt. Das führt dann auf die kovariante Ableitung. Und ich, stay tuned, kann ich nur wieder sagen, nächste Woche kommt die kovariante Ableitung. Da sehen Sie dann, oder ist da wieder ein Donnerstagfeiertag? Nein. Ah, die haben wir schon wieder das Pfingsten. Na deppert. Also dann leider erst in 2 Wochen. Ja, ja, ja. Also dann behalten Sie das im Kopf. Worum es geht, ist, wie kann man es erreichen, dass man einen Tensor erster Stufe, einen Vektor nach den Ortskoordinaten differenziert, so dass wieder ein Vektor herauskommt. Wieder ein Tensor herauskommt. So geht es nicht. Es fehlt noch etwas. Diesen fehlenden Zusatzterm, den lernen Sie in 2 Wochen kennen. Das wird Sie mit den doch ziemlich berühmten und berüchtigten Christoffel-Symbolen in Berührung bringen und Sie werden den Ausdruck für die kovariante Ableitung kennenlernen. Wenn Sie das haben, meine Damen und Herren, dann haben Sie die wichtigste Grundlage, um die Tensorrechnung in krummlinigen Koordinaten zu verstehen und Sie können damit auch die Vektordifferentialoperatoren, Gradient, kennen wir schon, Divergenz und Rotation in beliebigen Koordinaten ausrechnen. Ein großer Vorteil. Und dann werden wir den Rest der Zeit dazu verwenden, da noch ein bisschen weiter vorzudringen. Vielleicht kommen wir noch bis zum Krümmungstensor, vielleicht sogar bis zum Einstein-Tensor, damit Sie sehen, wohin das dann läuft. Aber mir ist wichtig, dass Sie mir sagen, wenn Sie von dem, was Sie da gesehen haben, was nicht verstanden haben. Das muss Ihnen anschaulich klar sein. Dann werden Sie auch die weiterführenden Sachen, die dann wieder ein bisschen formaler werden natürlich, gut verstehen können. Also für heute vielen Dank und schöne Pfingsten, Mama. Ausrechnet. Oder wird es ausrechnet, dass die Funktion ist?